Okay, dann sollten wir direkt starten. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid tatsächlich. Das ist ja inzwischen nicht mehr selbstverständlich, aber heute sind tatsächlich so gut wie alle da. Das freut uns sehr. Ich glaube, ich muss hier niemanden vorstellen. Ich tue es sicherheitshalber trotzdem, falls irgendwer irgendwen nicht kennt. Ich fange mal zu meiner Linken außen an, Bülent Akşın. In Duisburg bekannter als der Oberbürgermeister, glaube ich. Programmdirektor fürs Stadtfest. Peter Bursch, da gilt im Grunde das Gleiche. Legende, Musiker, Gitarrist, All-Star, Bandleader. Rechts neben mir sozusagen der Vater des Stadtfestes, Duisburger Unternehmer Ralf Pape, auch der sehr bekannt. Daneben wiederum mein Chef, Duisburg Kontorgeschäftsführer Uwe Kluge. Und Jörg Bausch muss ich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, den kennt wirklich jeder. Schlagerstar tatsächlich auch aus der Nachbarschaft, Ruhrgebiets Original ebenso. Und auch nicht zum ersten Mal Gast auf dem Stadtfest. Jemand, der auch vor allen Dingen von der Bühne aus beurteilen kann, wie viel Spaß das eigentlich macht. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Danke fürs Kommen. Dann würde ich einfach mal sagen, Bilder haben wir gerade schon gemacht, legen wir los. Wir reden ja hier immer von einem Stadtfest, das klingt dann immer erstmal relativ abstrakt. Am Ende ist es so, dass es eine Veranstaltungsgemeinschaft gibt zwischen deinem Unternehmen, der P&C Event und uns, nämlich Duisburg Kontor. Uwe Kluge kann vielleicht mal kurz erklären, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Wer macht eigentlich was? Ja, es ist so, dass wir von Duisburg Kontor uns, ich sag mal, so ein bisschen um das Grobe kümmern, um die Infrastruktur, um das, was Genehmigung, Sicherheitskonzepte und so weiter. Also all diese Dinge, die eigentlich mehr im Hintergrund stattfinden, die aber zwingend erforderlich sind, um erfolgreich Großveranstaltungen durchzuführen. Insofern haben wir da die klare Arbeitsteilung. Wir unterstützen natürlich als Duisburg Kontor auch noch so ein bisschen das Programm. Und sorgen dafür, dass das reibungslos eigentlich läuft, auch die Verbindung zu den Behörden bei der Abnahme und all diese Geschichten. Und ja, ich sag mal so, die Kür und das, was den Inhalt anbelangt, das macht dann Ralf Pape mit seinem Unternehmen und ist dafür zuständig. Insofern, glaube ich, eine ganz gute Arbeitsteilung. Das machen wir jetzt seit vielen Jahren so und ich will auch nochmal sagen, dass wir sehr froh sind, dass wir einen Duisburger Unternehmer haben, der ja auch dafür Sorge trägt, dass so eine Veranstaltung dauerhaft stattfinden kann. Denn jeder kann sich gut vorstellen, dass das keine Veranstaltung ist, die sich wirtschaftlich alleine trägt, sondern dazu bedarf es schon eine ganze Reihe von Sponsoren und Idealisten, die das eben mittragen. Und ja, ganz lieben Dank nochmal, Ralf, dass du unterwegs bist, auch andere Sponsoren zu finden, damit das hier stattfinden kann. Und ich erinnere mich noch an das letzte Jahr, alle Tage volle Hütte. Besser geht es nicht, Publikumszuspruch ist da. Insofern scheinen wir nicht so viel falsch zu machen bei der Organisation. Genau, also ein riesen Line-up, umsonst und draußen. An 4 Tagen, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Der Hauptidealist sitzt neben mir, nämlich Ralf Pape. Ich glaube, ich habe dich das letzte Jahr schon gefragt und ich weiß die Antwort nicht mehr. Warum machst du das? Das ist relativ einfach, weil es riesen Spaß macht. Ja, okay, aber losgelöst davon. Da ich ja die auf der Stirn stehen habe, ist ja, ich sag mal, jetzt hier zumindest in Duisburg bekannt. Ich glaube, wir machen jetzt im 12. Jahr zum 10. Mal. Und die Anfänge waren natürlich ein bisschen schwieriger, sag ich mal einfach. Wir haben aufgrund aufgrund der Gespräche mit unseren Sponsoren die Gruppe immer vergrößern können, immer erweitern können. Wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit mit Duisburg Kontor. Funktioniert einfach. Und wir haben riesen Spaß mit unseren Künstlern. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen, die Zusammensetzung des Line-Ups. Und es macht einfach Spaß. Das kann man so sagen. Vielleicht darf ich so aus dem Nähkästchen noch plaudern. Die Leute, die dann sich hinter der Bühne auch treffen, viele sind, glaube ich, Freunde von dir, aber ganz viele von denen sind auch miteinander befreundet. Da war ich letztes Jahr, als ich das erste Mal dabei war, war ich echt baff begeistert. Wie angenehm auch der Umgang unter all den Leuten da ist.
Ja gut, wir haben im Backstage-Bereich natürlich auch, ich sag mal, auch so ein Come-Together von Leuten, die vielleicht nicht so viel mit dem Stadtfest zu tun haben, wo sie auch immer wieder neue Sponsor-Dinge ergeben können, muss nicht. Aber wir sind da auf einem guten Weg und es macht einfach Spaß. Wir haben ja auch da, ich sag mal, jetzt einen relativ, ich sag mal, guten Auftritt durch unsere Küche und das Catering, was da geboten wird. Und für uns, ich sag mal, das Wichtigste aber jedes Jahr, dass einfach Frieden bleibt. Ich sag mal, das ist für uns das Wichtigste überhaupt bei dem ganzen Stadtfest, dass einfach friedlich bleibt. Dass unsere, ich sag mal, die Ordnungsabteilung mit jetzt Polizei, Ordnungsamt, unserer Sicherheitsgesellschaft hier, Papa Bodo, dass da einfach alles funktioniert. Ich sag mal, es gibt immer kleinere Scharmützel, das ist nicht zu verhindern, wenn noch Alkohol im Spiel ist. Und dann braucht man natürlich auch ein gutes Wetter. Das haben wir bis jetzt, glaube ich, nach 40 Veranstaltungstagen, ich glaube, 38, hatten wir gutes Wetter, darf auch nicht zu warm sein. So, und, aber am Ende ist entscheidend, dass eine friedliche Veranstaltung bleibt, dass wir da halt keine Auseinandersetzung haben, dass wir da keine Dinge haben, die jetzt nicht so schön sind, die auch jetzt überall aufpoppen. Man muss immer mehr darauf achten. Und da sind wir bis jetzt, ich sage jetzt mal auch gemeinschaftlich, ich denke da sehr gut weggekommen. Und das einfach Voraussetzung. Habe ich immer gesagt, wenn mal irgendwas passiert, war da das letzte Mal am Schluss. Und dann macht es keinen Spaß. Aber das scheint auch immer angekommen zu sein, denn in den ganzen Jahren ist es auch genau dabei geblieben. Ja gut. Also ist ja nicht selbstverständlich. Ja, es gibt immer kleinere Scharmützel, aber da redet man nicht von. Das ist dann, wenn da jetzt ein paar tausend Leute aufeinandertreffen, dann ist auch mal jetzt meistens alkoholisch bedingt da zu einem Missverständnis kommen kann. Aber da ist gemeinsam Polizei, Ordnungsamt und unsere Truppe sind da gut unterwegs und haben bis jetzt, ich sag mal, Schlimmeres verhindern können. Wir sind auch immer wieder ein paar in Gewahrsam gelandet, das gehört dazu. Ja, aber dann war relativ schnell und ohne dann große Aufmerksamkeit passiert ist. Wir haben über die ganzen Sponsoren gerade schon mal kurz gesprochen. Die haben sich alle hier unten versammelt auf dem Flyer und man sieht da, dass das wirklich eine ganze Menge sind, die sich da engagieren für dieses Riesenstadtfest, das für Duisburg halt auch eine wirklich wichtige Geschichte ist. Um mal zum Line-Up zu kommen, zwei wichtige Mitglieder des Line-Up sitzen hier bei uns. Der Art Director quasi, nämlich derjenige, der fürs Line-Up verantwortlich ist, ist Bülent. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zum Programm sagen in diesem Jahr. Was sind so die Highlights, was sind die Hintergründe auch vielleicht von dem einen oder anderen, der dabei sein wird? Wir haben aufgrund der jetzt tatsächlich sich 10 Jahre ergebenden Zusammenarbeit ja immer wieder die Herausforderung, mit einem vorgegebenen Budget, so will ich es mal nennen, Gutes zu präsentieren, ohne dabei auch auf Einnahmen über Eintrittsgelder verfügen zu können. Das heißt also, alles umsonst, auf meinem Himmel, du hast es gesagt, und daraus das Beste machen, mit den Herausforderungen, dass wir gesagt haben, wir wollen 4 Tage unterteilen in ein Themenkonzept. Das heißt, wir haben den Donnerstag sozusagen dem Rock hauptsächlich verschrieben. Wir haben den Freitag mehr dem Mainstream, dem Pop und auch alternativen Musikrichtungen verschrieben. Der Samstag ist der deutschsprachige Tag, deutschsprachig deshalb, weil wir uns dann nicht nur auf den Schlager festlegen, sondern auch wie in diesem Jahr mit Butterwege und auch dem Georg Zimmermann zum Beispiel auch Folk und Punk bedienen. Das heißt, wir gehen ein bisschen über die Grenzen wieder hinaus. Und der Sonntag hat sich in den letzten Jahren ja so ein bisschen traditioneller entwickelt. Und das bisschen können wir fast schon streichen, weil durch die Umstände, dass seinerzeit mal der Karneval abgesagt wurde aufgrund der Unwetterlage, hatten wir einen Versuch gestartet und den Karnevalisten den sozusagen Stadtfest-Sonntag geboten. Das hat sich etabliert. Die Zusagen und die Zuspruchssituation war großartig. Wir haben das beibehalten und haben mit dem Euro-Rock-Festival, wo Peter ja gleich sicher noch drauf eingehen wird, ebenfalls eine Kooperation, die also von einer Tragweite ist, wo ich sage, das ist sehens- und hörens
Wert. Inhaltlich will ich da noch nicht drauf eingehen. Also wir haben ein buntes Programm, da ist für jeden und jede was dabei. Und wenn ich dann auf die Plaza gucke, dann greifen wir dem Weinfest natürlich nicht vor, aber von Weinständen über Beköstigungen bis hin zu sagen wir, einem Handwerksmarkt ist eigentlich wirklich vieles geboten, sodass alt und jung, groß und klein alles was finden soll. Wenn du Programm sagst, will ich da näher drauf eingehen. Wenn wir vielleicht die beiden Kollegen hier mal gehört haben, die mit Sicherheit, fand ich gerade interessant, die Einleitung, den Blick von der Bühne mit Sicherheit toll beschreiben können. Ja. Und dann gehe ich auf, warum immer wieder Ray Wilson zum Beispiel, gehe ich gerne drauf ein. Oder aber warum wir die deutsche Besetzung so haben, wie wir sie haben. Und dass wir tatsächlich aus Arizona, aus Texas jemanden dieses Jahr dabei haben. Auf eine besondere Empfehlung. Das ist immer ein Risiko für jemanden, der sagt, ich bin fürs Programm verantwortlich. Auf der anderen Seite, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Und wir haben da wirklich also einen Schmanker. Ich glaube, dass wir uns... Patricia Fon ist da. Ist die Schwester von Patrick Rodriguez, der ja als Regisseur bekannt ist. Und die präsentiert es mit ihrem Folk und ihrem Rock. Aber dazu komme ich dann gleich noch. Okay. Dann, du hast Eurorock schon erwähnt. Peter, ihr seid dabei mit der All-Star-Band. Aber Eurorock ist halt auch dein Baby. Ja. Was wird uns erwarten? Was können wir uns freuen? Ja, also wir haben dieses Jahr vier Bands dabei aus verschiedenen europäischen Ländern. Litauen ist dabei, Holland, Frankreich und natürlich hier Disco-Dich Deutschland dabei. Und die Idee von Eurorock, die entstand Anfang der 90er, als Europa zusammenwuchs. Und ich merkte, dass viele Jugendliche unheimliche Angst so vor der Situation haben, vor den Grenzen, vor anderen Ländern und sowas. Und da dachte ich, meine Güte, mit, wir könnten toll junge Bands einladen nach Duisburg und könnten mal versuchen, dann zu arbeiten, dass die Kulturen sich austauschen und daraus was Neues, Europäisches entsteht. Seitdem machen wir das. Bin ich auch glücklich darüber, dass die Stadt Duisburg das seitdem auch unterstützt. Und auch glücklich darüber, dass wir jetzt bei fast jedem Stadtfest immer dabei waren und konnten die Bands präsentieren. Also es sind junge Rockmusiker, die sind zwischen 18 und 22 Jahre und die sind offen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und wenn die hier hinkommen nach Duisburg, spielen die eigentlich nicht mehr in ihrer Band, sondern ich mische die. Das ist dann der litauische Drummer mit der französischen Sängerin oder holländischen Gitarristen oder deutschen Keyboarder dann eine europäische Band bilden und wir können hier im Parkhaus in Meilerich, in dem Jugendzentrum, Kulturzentrum, haben wir vier Räume auch, wo wir mit den Bands arbeiten können. Wir haben verschiedene Dozenten dabei, die mithelfen aus der Szene und die schreiben dann neue Songs. Das ist so der Trick dabei. Dadurch lernen die sich so intensiv kennen, die wohnen auch alle zusammen und sind die ganze Woche zusammen. Und die Songs, die dabei entstehen, die sind jedes Jahr immer grandios. Nehmen die auch auf, es gibt CDs, auf unserer Webseite kann man die alle hören und so. Und was auch toll ist, dass sie sich über Jahre hin auch gegenseitig einladen, Kontakte halten. Und, also das Konzept, das funktioniert super. Und ich finde auch toll, dass wir die Chance haben, das hier auch zu machen. Und das Schönste ist immer, wenn die am Schluss sagen, immer Peter, das war die schönste Woche meines Lebens. Die waren, weil die haben 24 Stunden Rock'n'Roll. Ne? Und Schöneres kann es für junge Musiker nicht geben. Ne? Und jetzt spielen die hier ziemlich am Anfang, also die kommen da vorher an. Und da haben die natürlich noch keine neuen Songs. Also die spielen hier auf dem Stadtfest als ihre Band. Und dann spielen die jeden Abend hier überall im Umkreis verschiedene Konzerte. Und da kann man dann von Tag zu Tag immer die neuen Stücke hören. Bis am Schluss fast mehr neue Stücke sind, als die mit ihrer Band spielen. Und so entwickelt sich die Band. Ja, haben wir im Grunde bei dem ganzen den europäischen Gedanken und auch einen wahnsinnigen Austausch dabei. Jetzt mal zu dem anderen Blick. Also ihr tretet ja auch mit der All-Star-Band auf. Ja. Du bist jetzt Duisburger Lokalmatador. Ja. Wenn du mit deinen Leuten auf diese Bühne hier steigst, was erlebst du vor der Bühne? Ja, ist natürlich für uns immer sensationell, hier in Duisburg und dann auch auf der Königstraße zu spielen. Also
mit der All-Star-Band habe ich ja schon so viele Konzerte hier bei früheren Stadtfesten gemacht und die Leute standen, meist war die Bühne immer hinten an dem Brunnen und die Leute standen bis nach Karstadt, soweit man gucken konnte, standen die Leute alle und es war eine Riesenstimmung und war unglaublich. Also es ist schon ein Highlight, hier spielen zu können. Ich leite mal über zu Jörg, denn ich kann mich erinnern, letztes Jahr, als du auf der Bühne standst, bin ich irgendwann von hinten auf die Bühne gekrochen und habe ein Foto von hinten gemacht, das irgendwie nachher ganz, ganz viele Leute benutzt haben für die Kommunikation nach dem Stadtfest, weil da konnte man wirklich Leute feiern sehen. Ist Duisburg ein besonderes Pflaster für dich? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es jedes Mal ein Highlight, auf diese Bühne zu gehen. Das ist unbeschreiblich. Und Duisburg ist für mich eine ganz besondere Stadt deswegen. Ich habe in Duisburg meine ersten Solokonzerte damals gespielt und den Titel Großes Kino zum ersten Mal in Duisburg vorgestellt. Und das spürt man auch, wenn man jetzt auf das Duisburger Stadtfest auf die Bühne geht. Wenn ich da Großes Kino singe, kann ich das Mikrofon an die Seite legen. Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr singen. Das ist jedes Mal Gänsehaut, kann ich wirklich nur sagen. Und ein Highlight. Jetzt ist ja, also ne, ich kann mich an diese Geschichte mit Großes Kino aus dem letzten Jahr erinnern tatsächlich. Das war wirklich so. Diese Stadtfest hat ja so eine sehr bunte Mischung. Bülent wird da gleich noch ein bisschen was zu erzählen, mit diesen Thementagen. Ich glaube, bei euch wird halt enorm viel gefeiert, wenn du auf die Bühne gehst und auch die anderen Schlagerkollegen. Ist das so, dass das ein Publikum ist, das ihr abholt, weil die strömen ja auch in Massen dann immer, die wirklich einfach so einfach diesen Wunsch nach Fröhlichkeit so in sich tragen, wie sie den auch ausstrahlen, wenn die vor der Bühne stehen? Absolut. Ich glaube, mit dieser Musik oder bei der Musik lassen die Leute auch los. Es ist so ein Gefühl von jetzt kann ich mal alles vergessen. Ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis einen Doktor, mit dem ich mal essen war, den ich privat gut kenne. Und der hat beim Essen zu mir gesagt, nachdem er ein Konzert von mir besucht hat und hat sich das mal angeguckt, obwohl Schlager nicht seine Welt ist, hat er danach zu mir gesagt beim Essen, Jörg, ich muss dir mal was sagen. Wir machen denselben Job oder den gleichen Job. Und ich sage, wieso? Du willst den Menschen genau wie ich. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Und er meint, ich habe mir die Leute angeguckt. Und die waren einfach glücklich, die waren für den Moment frei. Und das geht mit Schlager einfach wunderbar. Das ist ja, also ne, diese Geschichte, Schlager ist nicht seine Welt, das hört man ja ganz häufig. Und ich weiß gar nicht, im letzten Jahr gab es dann auch so den einen oder anderen, Schlager. Und ich habe dann zu zweien gesagt, guck mal bitte da vor die Bühne, genau. Da ist die Antwort. Genau. Ja. Also das ist was ja echt enorm gut funktioniert. Ja. Fühlt sich das für dich, wenn du auf dieser Bühne stehst, auch genauso an? Wahnsinn. Es ist irre. Ich verstehe es auch nicht, das, was du gerade angesprochen hast, dass aus dem Schlager immer so ein bisschen nachgesagt wird, Schlager, Schlager. Das ist immer so ein kleiner, leichter, grauer Schleier manchmal darüber. Aber genau, was du gerade sagst, geh mal auf die Bühne und schau dir die Leute an. Und dann versteht man gar nicht, warum man da, ich sage mal, so einen leichten, grauen Schleier darüber hat. Die Musik ist einfach genau das, was auch, glaube ich, die Leute hören wollen im Moment. Der Schleier ist eher bunt. Ja, auf jeden Fall. Apropos bunt, Bülent, erzähl ein bisschen was zu dem anderen Programm, jenseits der beiden Headliner, die wir hier haben. Mache ich sehr gerne. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, in aller Bescheidenheit, der Peter ist ja ausgezeichnet worden hier durch die Stadt Duisburg, Jugendförderpreis der Musik, das muss man jetzt auch mal sagen, haben auch nicht so viele. Und wir sind sehr, sehr froh, dass der Peter dieses Projekt Eurorock mit uns gemeinsam umsetzt. Also ein ganz wichtiger Programmpunkt, aber ich finde das insgesamt großartig, dass hier Jugendmusik gefördert wird. Und nicht unerwähnt will ich auch lassen, dass ihr tatsächlich auch in diesem Jahr wieder in der glücklichen Lage seid, eure Weihnachtskonzerte zu machen. Die finden, glaube ich, in Bora statt. Ihr habt nach einer Location gesucht und eine gefunden. Mit der All-Star-Band. Ja. Das wird dann, glaube ich, auch wieder ein schönes Highlight. Genauso wie ich den Hinweis loswerden will, Jörg ist ja einer der wenigen Künstler, die eine Arena füllen. Ich glaube, im September ist es soweit. Ich habe den Termin jetzt nicht ganz. Der 9.9. 9.9. Doch, kann man sich gut merken. Deshalb 9.9. dann die Arena Oberhausen. Schön, dass das so klappt. Also wir haben uns Gedanken gemacht, gerne. Also lass mich dann kurz auch noch erwähnen, du bist ja dieses Jahr im Doppelpack bei uns in Duisburg, nämlich Jörg Bausch ist auch einer der Headliner beim Bühnenprogramm der BK Kirmes. Auch das freut uns übrigens sehr. Mich auch. Passt vor allen Dingen zum neuen Album Abfahrt ganz gut, ne? Ja, definitiv. Genau, so sind wir darauf gekommen.
Vielen Dank für den Hinweis. Und ja, also wir beginnen, klar, wir haben einen guten Musiker da. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu gucken, wie setzt sich so ein Programm zusammen, was sind die Geschichten dahinter. Ich will jetzt nicht ausschweifen, ich habe vorhin gehört, wir haben zeitliche Limits, ist ja auch genau richtig so. Aber es gibt bei den Arena-Vorstellungen in Oberhausen, immer wenn man rauskommt, gibt es einen unglaublich tollen Musiker, der die Leute nach den Konzerten draußen als Straßenmusiker immer wieder begeistert. Den haben wir angequatscht, den haben wir angesprochen und haben gesagt, hör mal, ist das für dich auch mal interessant, auf einer größeren Bühne zu stehen. Die leuchtenden Augen brauche ich und kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Der wird das Programm eröffnen. Mit ein bisschen Musik aus der sozusagen Dose, einfach nur Gitarre und Stimme, wunderschön. Dann eröffnet der Oberbürgermeister mit dem klassischen Fassanstich von König Pilsener, mit allen Sponsoren, die da sind, die vertreten sind. Und dann geht es weiter mit Deep Purple. Wir haben am Abend dann als Headliner Have a Nice Day. Das ist eine sogenannte Tribute Band, Bon Jovi. Warum haben wir uns für diese Band entschieden? Es gibt ganz viele Tribute Bands. Es gibt auch noch ganz viele Bon Jovi Tribute Bands. Aber wir haben gesagt, wir holen unseren verlorenen Sohn Michael Bormann nach Hause. Und Michael Bormann ist aktuell der Leadsänger von Have a Nice Day. Und egal, wo er hinzieht, der Auftritt in Duisburg war ihm also auf jeden Fall diese Reise wert. Und wir freuen uns da sehr drauf. Nach seiner Zeit bei Voice of Germany hat er ja viel mitgemacht, ist viel rumgekommen und ein Heimspiel tut uns allen gut. Dann stellen sich ja mittlerweile so viele Bands vor, also wir können im Prinzip das ganze Jahr über Stadtfeste aneinander rein. Wir würden tatsächlich 365 Tage voll bekommen mit 4 Tagesprogrammen, genauso im Wechsel, das ist tatsächlich so. Aber eine Band stach durch folgenden Text heraus: Du kannst dich entscheiden für die Rolling Stones oder für uns. 60 Jahre Jubiläum, unser größter Wunsch, letztes Konzert zum Ende unserer Karriere. Da haben wir gedacht, wenn die 60 Jahre auf der Bühne waren, wie alt sind die? Also es werden 4 Leute auf der Bühne stehen, die sind knapp 380 Jahre alt. Also die kommen dann wirklich gut zusammen, sind 2 davon sind in den 80ern schon. Und ich habe da nicht widerstehen können, die Atomics auf der Mitsubishi-Bühne 16 Uhr am Donnerstag geben ihren Abschied ihrer musikalischen Karriere. Der Abend wird dann gekürt von einem der besten AC/DC-Cover- oder Tribute-Bands, die es gibt, King Bon. Der Freitag steht eigentlich unter dem großen Licht von Ray Wilson, der hier, ich sage das deshalb mit dem Licht, die Rückmeldung, die wir bekommen auch die negativen Rückmeldungen, warum schon wieder Ray, die will ich auch gar nicht unter den Tisch klären, aber die Vielzahl ist einfach die, dass Ray Wilson die Menschen berührt, immer wieder Sonne ins Herz spielt und das ist sozusagen ein wichtiger Act, der für uns Großes zu bieten hat im Vorfeld. Cold as Ice ist eine Foreigner-Coverband, wie der Titel schon sagt. Die Blue Bones kommen aus Duisburg, sind zum ersten Mal hier auf dem Fest. Auf der anderen Bühne haben wir verschiedene Coverbands und auch Darbietungen, die zum ersten Mal sich präsentieren, genauso wie Patricia Vaughn, von der ich vorhin erzählt habe, aus Arizona. Der Text, wie sie ihre Musik beschreibt, der hört sich ganz gut an, den kann ich so nicht wiedergeben, den zitiere ich aber sehr, sehr gerne. Und zwar kommt sie eigentlich ursprünglich aus der Folk-Richtung, aber hat sich zusammengesetzt und zwar Elemente, die ihre musikalische Person definieren. Rock, Folk, Flamenco, Tex-Mex und ein Hauch Latin, die zusammengenommen ein reiches und farbenfrohes Bild abgeben, das sie in Person präsentiert. Ist ein absolutes Alpha-Tier auf der Bühne, hat in vielen Filmen mitgespielt, egal mit Johnny Depp, mit George Clooney, war mit den Großen unterwegs. Und ist in ihrer Art bescheiden geblieben und präsentiert sich wirklich sehr, sehr kollegial und teamorientiert. Und das eben auch bei uns hier in Duisburg auf der Bühne. Da muss ich sagen, das ist so eine ähnliche Entwicklung wie damals mit Ray Wilson, den ich kennenlernen durfte. Und aus einem einfachen freundschaftlichen Gespräch entstand jetzt so eine 10-jährige Zusammenarbeit. Das finde ich großartig. Und wenn dann sozusagen die Macher des Stadtfestes wie Ralf Pape dann auch Gefallen finden an diesen Menschen, dann ist das sozusagen eine Einheit. Bin gespannt, wie sich das mit Patricia entwickelt. Ilias Richter werden an dem Abend sozusagen der Hauptact sein. Eine Band mit bekannten Duisburger Musikerinnen und Musikern. Unter anderem natürlich einem charismatischen Leadsänger Stefan Werner. Für mich die Rockröhre dieser Stadt. Der Samstag, der deutsche Tag. Wir haben es vorhin schon mal einmal gehört. Egal, ob es Janine Marx ist, unser Duisburger Mädchen, das den Reigen eröffnet. Wir haben die Carinos da, die auch mit den Duisburger Wurzeln auf der Bühne stehen. Nico Gemba wird sich präsentieren, Mary und dann die Größen wie Olaf Henning,
nicht zuletzt unser Headliner Jörg Bausch. Und nicht zu vergessen, immer wiederkehrender, wohlgesehener Act ist Bata Illic, den wir wieder da haben werden. Und da gehen die Stimmungen eigentlich fast nur in eine Richtung. Das ist großartig, dass ihr diesen älteren Herrn der deutschen Schlagermusik immer wieder präsentiert. Das machen wir sehr, sehr gerne. Hat mit fast die weiteste Anreise. Ist kein Duisburger, das ist kein Geheimnis, aber alle anderen sind, wenn sie nicht Duisburger sind, hier aus dem Ruhrgebiet. Die andere Bühne ist geprägt von Folk, Rock und Punk mit der Kapelle Krebs, der Butterwege wird da sein und Georg Zimmermann, ein wirklich herausragender, auch preisgekrönter Duisburger Musiker, der noch nicht so richtig für Furore gesorgt hat, aber ich glaube, da werden wir in Zukunft viel von hören. Sonntag, Sommerbiwak, Hauptausschuss Duisburger Karneval und da weiß ich noch nicht genau, ob wir schon präsentieren dürfen. Ich habe mir das okay noch nicht geholt, das ist bis zur Pressekonferenz nicht da, aber eine der bekannteren Kölner Karnevalsbands wird da sein und da freue ich mich sehr darüber, ist echt ein Brett. Wir haben dann noch die Trikotpräsentation der Duisburger Füchse und das wird begleitet von den Red Fox Cheerleadern. Im Anschluss daran die Mannschaftspräsentation des MSV Duisburg, die werden in kompletter Besetzung hier auf der Bühne stehen. Und dann haben wir quasi eher die Herausforderung, dass Peter Bursch mit seiner All-Star-Band rechtzeitig anfängt. Wir haben 17 Uhr mal auf den Ticker geschrieben. Aber je nachdem, was da los ist an tumultartigen Szenen, wird das genauso weitergehen, wie wir das geplant haben. Auf der anderen Bühne, haben wir vorhin gehört, regiert der Euro-Rock. Und ich glaube, das ist dann aller Ehren wert. Es wird ein schöner, entspannter Sonntag, glaube ich, mit einem Schlusskonzert der All-Star-Band. Und ich freue mich da sehr drauf. Also 4 Tage, ein Riesenprogramm, mal wieder, wie in jedem Jahr. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt, ob der Zeitknappheit, in die Phase der O-Töne über. Nils zückt schon sein Mikro. Vielleicht sollten wir damit starten, weil der ein oder andere muss dann doch weiter, glaube ich, gleich. Vielleicht gibt es ja noch Fragen. Das wird in der Regel dann direkt geklärt, aber auch da, wenn noch Fragen sind, gerne jetzt, ansonsten direkt. Ja, dann bitte. Du hast es schon angesprochen, letztes Jahr gab es schon, also gerade in den sozialen Netzwerken, schon viel Kritik, dass halt, ich sag mal, die immer gleichen auf der Bühne stehen. Ist das Line-Up dann jetzt trotzdem so, weil du sagst irgendwie, das mag sein, dass das irgendwie dem einen oder anderen vielleicht irgendwie ein bisschen redundant vorkommt, aber wir setzen auf die, weil wir glauben, dass sie gut sind, oder? Hat das auch ein bisschen was mit dem Budget zu tun, mit dem wir zu kämpfen haben? Und dass man halt irgendwie tatsächlich eher gucken muss, wer so im näheren Umfeld auch zu kriegen ist und also da halt auch entsprechend freundschaftliche Verbindungen dann nutzt, um die Bühne so spielen zu können? Also ich finde die Frage insofern herausragend, weil du alle Elemente meiner Antwort schon mit reingepackt hast. Also dann, tatsächlich ist das wirklich, also dieses Zusammenspiel von all den Faktoren, du hast mir die quasi förmlich jetzt in den Mund gelegt und die nehme ich genauso. Also wir respektieren und beachten die Kritik, die kommt und ich rede immer gerne vom Arena-Prinzip, vom Stadion-Prinzip aus dem Sport. Wenn 75.000 im Stadion sind und du hast 500 Menschen, die sich irgendwelche Fackeln an den Kopf schmeißen oder tumultartige Szenen produzieren, sind die Medien voll von Raketen, die gezündet worden sind, etc. Und genau das haben wir hier auch. Wir haben nicht nur auf der einen Seite tatsächlich immer wiederkehrende Größen und etablierte Künstlerinnen und Künstler, sondern wir haben immer wieder die gleichen eigentlich, die sich beschweren im Netz darüber. Und wir sind dahin übergegangen, das insofern ernst zu nehmen, dass wir um unsere Headliner herum immer wieder ein buntes Programm stricken. Also da sind kaum noch Wiederholungen da. Wir gehen auch in verschiedene Musikrichtungen und ändern das Programm dementsprechend. Wir haben eine feste Komponente, um auch so eine Art Identifikation eigentlich dieses Festes zu haben. Die wird Ray Wilson sein als international gefeierter Künstler. Und solange wir das auch gestalten, ist das sozusagen unser Ankerpunkt und um ihn herum stricken wir den Rest. Ich weiß gar nicht, in dem Zusammenhang Stadtfest haben wir, Peter, eigentlich noch nie das Vergnügen sogar. Von daher ist das eigentlich das erste Mal in der Stadtfestkonstellation, solange wir das machen, also in den 10 Jahren. Ihr wart früher da. Mit Jörg Bausch ist es ähnlich wie mit Ray Wilson an dem Schlagertag. Also solange wir das machen, bauen wir um einen etablierten Mann, der nicht nur nett, freundschaftlich, und das ist ja gewachsen, sondern das ist ein Mann, der die Stadien, die Arenen füllt. Also von daher ist da auch Qualität hinter. Und budgetär, ich bin jetzt vorsichtig in der Wortwahl, ist es jetzt nicht so,
dass wir so beschränkt sind, dass wir uns nichts leisten können. Also ich sag mal, jemand, der normalerweise in Texas, Arizona auftritt, auf Deutschland-Tour ist, oder aber auch jemand wie Bata Illich aus München hier dazu zu holen. Also das kostet schon alles eine Stange Geld und wir sind stolz auf die Sponsoren und die Leute, die das hier unterstützen. Aber wir sind auch realistisch, was die Kritik angeht, denn der Platz gibt eigentlich die Antwort und der ist bis jetzt immer sehr gefüllt. Vielleicht mal als Ergänzung, also wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle auch, dass Leute dann irgendwie sagen, ja, es ist aber, ja, es ist eben nicht das, was die sich gerne wünschen würden. Nur wenn sozusagen die Kritik darin besteht, dass auf dem Stadtfest nicht das stattfindet, was irgendwie auf dem Platzhirschfestival stattfindet oder bei der Traumzeit, dann muss man halt irgendwann auch sagen, ja, dafür gibt es halt das Platzhirsch und die Traumzeit. Aber das Stadtfest hat halt einen anderen Inhalt, einen anderen Grund. Und damit, ne, das Publikum gibt die Antwort, wie eben schon gesehen, auch von Jörg bestätigt. Wenn das irgendjemand nicht mag, ist er ja nicht gezwungen, dahin zu gehen. Aber die Leute kommen und feiern und die Hütte ist voll. Und das ist im Grunde, wie der Bülent sagt, die Bestätigung. Die dann daneben stehen und von der Seitenlinie rumnöckeln, ja gut, da kann man damit leben. Ja, ich muss da vielleicht einmal einhaken. Erstmal haben wir immer schon gesagt, wenn jemand die andere Vorschläge und Wünsche hat, nehmen wir die ja gerne auf, wenn der sie bezahlt. Das ist ja fucking easy. Und die Leute, die bei uns jetzt immer wieder, also Jörg hört dazu ganz klar, mit dem Ray, das sind Freunde des Hauses geworden. Und es sind auch viele Bands dabei, die bei uns vielleicht zu Konditionen spielen, wo sie woanders nicht für spielen würden. Ja, und natürlich haben wir auch unsere ich sag mal Grenzen, was möglich ist, aber dann entweder versuchen wir vielleicht auch einzelne Sponsoren dazu bewegen, die vielleicht dann doch zu unterstützen und eine Schippe draufzulegen. Und am Donnerstag, viele werden sich fragen, wieso ist Doro denn nicht dabei? Mit Doro ist relativ einfach. Da gibt es terminliche Schwierigkeiten. Die reist durch die ganze Welt, die ist viel in den USA unterwegs und so weiter. Da kommen die Bandmitglieder aus Italien, aus wenn man sich Amerika, aus Holland. Da muss es einfach passen, dass wir am Donnerstagabend hier spielen können. Das ist der einzige Tag. Die können jetzt nicht auf einmal, weil sie Samstagszeit haben, am Samstag spielen, weil unsere Motto-Tage durcheinander bringen würde. Und ich sage mal, aber die machen alle Abstriche, damit sie hier spielen dürfen. Weil sie sich, glaube ich, hier verdammt gut aufgehoben fühlen. Wie viel werfen denn die Sponsoren jetzt in den Topf in Duisburg? Dieses so genau weiß ich das nicht. So genau. Also ich sag mal, ich nehme es auch grob. Auch grob kann ich nicht. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich habe heute Morgen noch geguckt, aber ich habe es ja schon wieder vergessen. Die sind Unternehmen. Ja, aber ich habe auch ein paar andere Unternehmen, die für den Kopf stehen. Aber der hat auch einen Mensch, der zahlt eben nicht, wenn kann der ja einspringen. Wir kennen die Zahlen nicht. Nein, habe ich ja gesagt, das Programm macht eine Firma von Ralf Papel, haben wir keine Kenntnis. Wir unterstützen das Programm auch und auch zu der Kritik muss ich mal sagen, es ist immer ein leichtes am Handy sich zu äußern und vielleicht gar nicht da gewesen. Dann muss man vielleicht auch mal sich melden und vielleicht auch mal mit zuständigen Leuten sich auseinandersetzen. Das findet nämlich auch nicht statt. Und deswegen bin ich auch mal leicht angegriffen, weil wir das häufiger mal haben, dass dann schlicht durch irgendwelche schnellsten Äußerungen manchmal so eine Rechtfertigung kommt. Denn bedeutend, das haben meine Vorredner gesagt, wichtig ist am Ende auf dem Platz. Also wenn der Platz voll ist, Dann hat man recht. Und warum muss man sich immer mit Minderheiten, und es sind Minderheiten, eine Handvoll Leute, die dann vielleicht auch über die Medien einen Raum bekommen, da Kritik zu üben. Und das missfällt mir ganz einfach, muss ich dazu sagen. Dann sollen die doch sich auch mit uns gerne in Verbindung setzen und tatsächlich Vorschläge machen. Das war natürlich jetzt ein Spaß zu sagen, wir legen auch Geld auf den Tisch. Wir wären ja gerne bereit. Sein Spaß. Na gut, sein Spaß. Aber ich sage jetzt mal, wir sind da vielleicht doch spaßig veranlagt bei anderen Veranstaltern. Sind wir doch gerne bereit, uns auch mit denen auseinanderzusetzen. Aber das findet gar nicht statt, weil es nämlich einfach ist, irgendwas loszutreten, tak, tak, tak. So, und dann gucken wir mal. Das finde ich, das passt nicht. Denn es ist so viel Gutes und die letzten Jahre habe ich auch das Stadtfest miterleben dürfen. Das ist einfach eine Wohltat. Ne? Ich kenne auch andere Stadtfeste,
auch in solchen Städten, die sind deutlich dünner, sage ich ganz einfach mal. Von daher haben wir hier echt einen richtigen Wumms, was das Stadtfest anbelangt. Und auch das Lokalkolorit hier, machen wir ja gar nicht glauben, dass man 5 Tage lang fast mit Duisburger Akteuren, die alle auch eine Gewichtung haben, hier so ein super Programm auf die Beine stellt. Insofern, ich bin jedes Mal erfreut. Ich bin offen. Ich würde jetzt auch mal einen Satz zu sagen, und zwar folgenden. Wir diskutieren hier über diesen Punkt, meines Erachtens nach, jetzt viel zu lange. Man soll am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mal da hingehen, sich angucken, wie die 1000 Leute da stehen, denen das gefällt, die diesen Bedarf haben. Das muss mir ja auch nicht gefallen, aber die Leute, die angesprochen werden, die sind da. Ich denke, damit können wir das Thema jetzt beenden, oder? Ja, ist alles gesagt, kommt vielleicht, auch noch ein kleiner Punkt dazu, der jetzt selten zur Sprache kommt. Wir haben auch hier Schausteller, die hier unterwegs sind seit 12, in Klammern 10 Jahren, die mehr oder weniger unverändert sind. Das sind alles überwiegend Duisburger Schausteller. Wir haben jetzt auch eine Situation gehabt, vor anderthalb Jahren, wo der Leiter der ganzen Geschichte, Mike Bengel, einen schweren Unfall hatte. Wir sind heute noch schwerst beeinträchtigt, wenn er also sieht, wie er am Stock geht und er trotzdem alle seine Stimmen behalten, alles seit 12 Jahren zum selben Preis, auch die anderen Schausteller. Wir hätten da normalerweise auch vielleicht eine Schippe drauflegen müssen. Haben wir von abgesehen, auch mit Corona haben auch alle schwere Zeiten überstanden und ich glaube einfach, dass wir halt ein Line-Up hinstellen, wo sich jeder wiederfinden kann. Und wem es nicht gefällt, der muss ja auch nicht hingehen. Ich glaube, so viel Selbstbewusstsein muss sein, finde ich, oder? Ja. Dass man, also, da kann man dann mit erhobenem überhaupt sagen, wer das nicht will, der ist ja nicht schlimm. Okay. Und gleichzeitig achten wir drauf. Ich fand das jetzt vom Uwe auch nochmal wichtig, das, was der Reiter, untermauern wir alles und Frank, danke für den Beitrag. Und gleichzeitig nehmen wir es ja auch wichtig. Also wir ignorieren das ja nicht. Wir sind für Anregungen dankbar und wenn es im Budget liegt, lassen wir die auch einfließen. Also Spielräume sind da, aber so Wünsche wie holt doch mal Silbermond, super. Alles klar. Die so. Waren jetzt ja auch schon da. Genau. Stimmt, könnte auch ein schönes Argument sein. Genau. Die waren ja auch schon da. Genau. Also das muss passen.